Hallo, hallo, hallo. Einen guten Sonntag euch. Ich stelle gerade fest, ich habe in den letzten Jahrzehnten quasi den Titel falsch vergeben hier für Jagged Alliance 2. Boah, Tyrawhile, 25 Monate. Vielen Dank dir für die lange Zeit, Abo-Zeit und dass du so lange dabei bist und dass du immer, fast immer da bist, sofern ich anfange zu streamen. Ja, und somit schon mal dir hallo. Ich bin hier gerade noch kurz dabei, die Titel zu ändern, weil ich immer die 2 vergessen habe bei Jagged Alliance 2.1.13. Das habe ich ja, Mensch, mein Gott, das habe ich ja. Das habe ich ja die ganze Zeit vergessen. So wie es aussieht. Seit Mitte vorletzten Jahres habe ich überall die Zweien weggelassen. Also danach hatte ich ja die lange, lange Pause, wo ich dann nicht weitergespielt habe. Und. Und wo ich weitergespielt habe, das war dann. Das war dann. Nee, hier habe ich es nochmal drin. Befreiung von Grum, aber das ist Mitte 2023.
Und dann fehlt's. Danach fehlt's. Seit Juli. Hallo Samson, schön, dass du auch da bist. So, jetzt seht ihr es auch. Hier, habe ich überall vergessen. Jagged Alliance 1.13. Da fehlen überall die Zweien. Ich habe die jetzt hier in den letzten Streams ergänzt, aber da fehlen halt noch einige, einige Einträge, wo ich es auch vergessen habe. Oh, okay. Ja, gut. Hi. Schönen Sonntag euch. Wetter ist gut. Aber es wird jetzt langsam wieder dunkel. Und meine Tochter spielt ganz selig im Kinderzimmer. Von daher dachte ich mir, ich versuch's mal. Ich versuch's mal mit dem Stream. Ja, die Serie geht auch weiter, genau. Tyrell. Und Glückwunsch zur Fünferstrecke. Weiß gar nicht, gibt es da denn noch mehr? Nach 5 gibt es dann 10, 20, 50. Könnte alles sein, ne? Das geht noch weiter, okay? So, haben wir Ton im Spiel? Ja, sieht gut aus. RD? RD schaffst, Samson? Ach so. Du meinst, dann kriegt man die Strecke, wenn man hier in jedem Stream ein bisschen reinschaut, mindestens. Genau. Nachdem Alma erobert wurde, vielleicht mal um euch auf den neuesten Stand zu bringen, habe ich etwas Inventarmanagement gemacht und einige Sachen aufgesammelt, einige Dinge eingesammelt. Ich habe jetzt hier einen Trupp unterwegs mit dem Laster, der ist voll. Steht hier Laster, hier. Der ist voll mit Waffen und Munition. Das fahre ich jetzt rüber nach Cambria und mal schauen. Also es soll ja alles so ein bisschen von Cambria aus gemanagt werden jetzt. Der Rest wär jetzt zumindest die Idee, weil das ja recht zentral ist. Vielleicht kann man das auch nach Tixa verlegen irgendwann. Mal gucken. Ja, mal schauen. Deswegen fahre ich das jetzt mal rüber. Ich will hier nicht alles verkaufen, aber in Alma braucht es auch nicht liegen, weil wir dann aus Alma ja wieder verschwinden werden. Und dann ist Alma halt zumindest von die Meduna oder Orta, wenn das jetzt mal drankommt, recht weit weg. Und Cambria wäre dann ein bisschen näher. Estony hat halt keine Verteidigung durch Milizen. Das ist jetzt nur Zufall, dass jetzt da so eine mobile Miliz gerade Halt macht. Kann aber auch sein, dass die wieder weitergehen und deswegen ist es da nicht so sicher. Ja. Genau. Okay, den Raketenplatz habe ich anscheinend auch schon erobert. In Tixa war ich noch nicht. Aber ich habe, glaube ich, jetzt in der letzten Runde hier mit dem Minenarbeiter gesprochen, der mir sagte, dass sein Bruder, glaube ich, in Tixa gefangen gehalten wird. Eigentlich irgendwas im Lock haben. Genau. Dynamo muss aus Gefängnis in Tixa befreit werden. Und dass Alma von Bloodkids terrorisiert wird. Auch irgendwo im Osten, glaube ich. Also wahrscheinlich irgendwo hier. Habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, was sie gesagt haben, aber ich glaube, es war im Osten. Ja, auf jeden Fall habe ich hier, wie gesagt, einen Laster in Richtung Cambria unterwegs und einen Trupp aus zwei Söldnern. Das sind jetzt hier Iggy und Hamus, die so ein bisschen die Umgebung erkunden sollen. Da kann ja immer irgendwas passieren. Und wir entdecken auf jeden Fall neue Sektoren und schauen wir mal.
wie weit wir ja so heute vorankommen. Wie gesagt, das ist ein bisschen auf wackeligen Füßen, weil ich habe halt jetzt, könnte halt sein, dass die Kleine kommt und irgendwas mit mir machen möchte. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen einfach. Genau. Jetzt beim Skyrim-Stream war ich ja zwischendurch irgendwie mal eine halbe Stunde oder sowas weg. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da weg war. Ja, da war auch, musste ich auch mich mal um die Kleine kümmern, obwohl es dann schon abends war. Genau. Geht's euch gut? Seid ihr gesund? Meine Tochter war nicht gesund. Die war jetzt krank. Die zweite Hälfte der Woche. Und deswegen war viel Kinderbetreuung notwendig. Ich war 2 Tage nicht arbeiten. Ja. Aber dafür auch ein bisschen entspannt. Okay. Gut, ich lege einfach mal los und schauen wir mal, wann wir hier ankommen in I2. Dann schauen wir uns mal I2 an. Im Großen und Ganzen. Hört sich aber noch nicht so überzeugt an. So richtig. Ansonsten warten wir ja auch noch auf eine Lieferung nach Drassen oder sogar mehrere Lieferungen nach Drassen. Schauen, wann die ankommen. Schlecht geschlafen? Ich habe irgendwie kurz geschlafen nur. Ich war recht lang wach. Gestern. Leider. Was hatte ich denn gemacht? Ach, genau, ich habe noch ein Spiel ausprobiert, was die Alex runtergeladen hat. Genau. Horizon hat sie runtergeladen. Sieht auf jeden Fall auch ganz nett aus. Okay, gut. Geht's los? Schauen wir mal erstmal nach I2. Ansonsten haben wir jetzt keine direkten Gegner in der Nähe. Diese beiden Einzelpersonen, da werden wir wahrscheinlich vorbeikommen und die holen können. Ansonsten sind hier Trupps in der Nähe von Grum und Estiny unterwegs. Estiny wäre interessant, wenn die dort angreifen. Dann könnten die beiden schlechten Söldner da mal was machen. Ja, aber ich lasse jetzt Zeit vergehen und dann schauen wir weiter. Vielleicht schicke ich alle nochmal ins Bettchen. Ich glaube, wie es aussieht, wollen die auch alle gar nicht. Und sind eh gerade recht wach hier. Okay. Dann sollen sie wach sein. Ja, okay. Ich bin da, wo ich sein soll. Benzin ist wieder alle, aber ich bin mit dem Wagen noch bis nach Cambria gekommen. Von daher gar nicht so schlecht. Steht da zumindest mal in der Stadt rum. Und dann kann ich mal gucken, dass ich zuerst mal wieder alles auslade, was wir behalten wollen. Ich glaube, die Munition hatte ich sogar hier gelagert. Nee, habe ich nicht. Nee, doch, die ist hier. Jetzt sehe ich es. Genau, aber ganz so viel Munition brauche ich auch nicht lagern. Also ein Teil davon kann schon verkauft werden, denke ich. So, die Waffen sind eh alle für den Verkauf. Da ist nur eine Tränengasgranate drin, die brauche ich auch nicht unbedingt. Die könnte ich auch mitverkaufen. Die Zähne und Klauen, die müssten an Mickey verkauft werden. Ich weiß nicht, ob der jetzt da ist. Ich vermute aber eher nicht. Mal gucken. Vor Ort. Ja. Rennen wir mal hier rüber. Du dich gar nicht bewegen. Ach,
Der ist auf dem Dach von dem... von dem Van. Und kommt da nicht runter. Sehr eigenartig. Okay. Wir nehmen einfach mal beide raus. Nein. Und tun so... Na, tun einfach mal so, als würden wir den Sektor verlassen wollen. Brechen das wieder ab. Ich bin da, wo ich sein soll. Komische Bugs. So, jetzt stehen sie wahrscheinlich hier oben. Ja. Okay. Auch irgendwie blöd. Jetzt müssen sie weiterlaufen als vorher. Ich denke mal, der ist jetzt gerade nicht da. Da muss ich einfach dann mit Alex auch drauf achten, dass, falls der mal hier ist, dass wir dann an den verkaufen. Okay. Der kann sich ja auch überall rumtreiben. Okay, aber er ist nicht da. Gut, dann können die beiden auch Aufklärung machen und gehen dann dafür einfach mal nach hier. Ja. In diese Sektoren. Gehen die beiden vielleicht hier unten lang und die machen hier oben das mal. Genau. Und dann... Ich bin angekommen. Arbeiten wir uns einfach mal Stück für Stück, Sektor für Sektor vor und gucken, was da so ist. Ob da noch irgendwas zu tun ist. Die stehen direkt übereinander. Das ist ein sehr unaufregender Sektor. Okay, dann weiter mit euch. Sie. Zwischendurch müssen wir natürlich auch schlafen. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Da muss ich auch noch drauf achten. Samson, hast du besser geschlafen? Geht's dir gut? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich anstecken würde bei meiner Tochter. Wird noch gemacht. Nicht. Ich hoffe auch nicht, weil nächste Woche... Ich bin soweit. Ich warte auf einen Befehl. So, ihr macht weiter. Auftrag beendet. Auch du machst weiter. Gut, ansonsten, nächste Woche wollen wir nämlich in Urlaub. Genau, nächste Woche sind, also übernächste Woche, nicht jetzt Montag, sondern die Woche drauf, sind in Brandenburg Winterferien und in Berlin. Und dann wollen wir nach Bayern fahren zur Uroma. Und ein bisschen Skifahren vielleicht. Das ist ja geplant. Sollte die Bahn fahren. Aber ich denke mal schon nächste Woche. Ist ja jetzt noch diese Woche, glaube ich, bis morgen Abend oder morgen Nacht oder so. Soll gestreikt werden. Genau. So, und die dürfen natürlich auch nicht vergessen zu schlafen, aber wenn jetzt da keine Bedrohung ist, ist es wahrscheinlich auch erstmal egal. Ich bin da, wo ich sein soll. Machen wir erstmal wirklich nur Aufklärung hier. Nachts sieht man leider nicht mehr so gut. Aber ich denke, man sollte erkennen. Ich hoffe, ihr seht es auch, weil bei mir sieht es viel heller aus als jetzt nebenan hier im OBS-Bildschirm. Bis Anfang März soll es keinen Streik mehr geben. Seit gestern ist der vorbei. Okay. Okay. Na dann eh nicht.
Ja, ich habe auch gehört, dass sie verkürzt haben. Aber ich dachte, bis morgen sei das noch, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Genau. Ich bin angekommen. Schon sehr düster. Okay, dann habt ihr wahrscheinlich auch diese sehr dunkle Ansicht, die ich hier auch links bei OBS sehe. Bei mir ist es deutlich heller. Also ich kann da schon ein Haus erkennen, wenn da eins steht. Bei euch sieht es wirklich sehr dunkel aus. Okay, aber in dem Bildschirm ist es wieder okay. Sie. Oder in der Ansicht. Okay, weiter geht's. Training im Job. So. Übung macht den Meister. Wenn es losgehen soll, kann es losgehen. Also, die haben alles repariert, zumindest hier. Ich schicke die jetzt einfach mal in Trupp 2 und dann in den nächsten Sektor. Sind der, ja. Mach ich. Hey, Kumpel, die Ochsentour ist vorüber. Genau. Und wenn die weitergehen, dann können die bei den Söldnern das Inventar reparieren im nächsten Sektor dann quasi. Kakteen und Steine sehen. Ja, viel mehr war da auch nicht zu sehen in dem Sektor. Tatsächlich. Ich bin da, wo ich sein soll. Also, Lichter Wald heißt dieser Sektor. Ja, da sieht man jetzt, glaube ich, fast gar nichts, oder? Also ich sehe hier noch Tannenbäume. Hier sehe ich irgendwie ein kleines Gewässer. Ein Fluss oder sowas. Und Tannenbäume. Ja, genau. So, das ist der Ausläufer dieses Flusses hier. Wenn es losgehen soll, kann es losgehen. So, die sind auch dort fertig. Dann ab nach oben mit euch. Okay. Ich bin angekommen und erwarte Ihre Anweisungen. Geht auch noch was. Bin fertig. Brauche was zu tun. Oh, das ging sehr Ich bin schnell. soweit. Ja, ihr könnt weiter trainieren. Ich bin da, wo ich sein soll. Die sind auch vor Ort. So, ich denke mal, in dem Sektor links oben habe ich schon repariert. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass ich bei denen repariert hatte. Fix und fertig. Ach so. Hey, Kumpel, die Ochsentour ist vorüber. Ja, okay. So, die sind jetzt vor Ort. Zack. Gar nicht angeboten. So, nochmal. Strange. Kann ich das jetzt bei ihm auswählen? Irgendwie auch nicht. Kann ich nicht mehr reparieren auswählen? Ich gucke erstmal hier nach dem Sektor. Auch Lichterwald. Ist aber eigentlich schon ein bisschen dichter. Hier ist noch kein Wald und hier geht es dann so los. Einzelne Bäumchen. Sowohl Nadel- als auch Laubbäume. Und mehr ist hier nicht. Gras. Okay. Also.
So, was ist jetzt mit euch dreien hier? Was ist mit reparieren? Warum geht's nicht? Haben doch alle Reparaturkits. Haben alle. Also auswählen können müsste man es doch eigentlich. Auch wenn nichts mehr zu tun ist, dachte ich. Geht aber nicht. Okay, ja, macht aber auch nichts. Ich sortiere einfach mal um, dachte ich. Das kannst du auch ablegen. Ich sortiere einfach mal um, dass sie das in ihr Inventar nehmen. Die Kisten und dann sind sie halt mein dritter Aufklärungstrupp. Okay. Um das hier noch schneller bewältigt zu bekommen. Okay. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Also, Wüste. Jetzt müsste langsam die Sonne wieder aufgehen, aber noch ist hier nichts zu sehen. Noch ist es dunkel, ich glaube ab 7. Ein langweiliger Wüstensektor mit ein paar Büschen. Wird gemacht. Ja, wir trauen uns mal nach unten und gehen hier nochmal die untere Linie lang, neben Tixa. Übung macht den Meister. Also, Post. Sie haben Post. Lieferung von Bobby Race. Okay, sehr schön. Bobby Race Lieferungen sind da. Das heißt, ich kann jetzt mal mit den drei hier oben. Ja, die üben auch fleißig, ich glaube, Kraft hier in dem Betrieb. Im Flughafen. Ja, Kraft. Genau, ist ja auch was die gut gebrauchen können. Die sind ja nicht gerade die kräftigsten und dann müssen sie gleichzeitig aber sehr viel tragen. Flo ist interessanterweise kräftiger als Biff, hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Ja. Okay, so, jetzt müsste ja hier was angekommen sein. An Material, da können wir mal gucken gehen. Licht müsste jetzt auch da sein um 8. Ja, so. Okay, gut, da ist jede Menge da. Nee. Dann gehen wir mal in diese Ansicht. Das sind jetzt vor allem Taschen- und Nachtsichtgeräte, die ich bestellt hatte. Noch mehr Tims-Ausrüstung. Ist ja auch nicht verkehrt für die hier eigentlich, weil dann können die halt nochmal mehr tragen. Wobei das natürlich bei den anderen noch besser aufgehoben ist, weil die müssen ja eigentlich ständig mehr tragen. Die haben tatsächlich auch schon einiges. Bis auf Flo. Die hat noch einen Aruk-Rucksack. Aber den würde ich jetzt einfach mal tauschen gegen eine Tims-Ausrüstung. Dann kann sie auch noch mehr schleppen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, hier Westen.
Die E1. Das sind, denke ich, die, wo man dann auch noch eine Pistole... Oh, doch nicht. Ach doch, aber die Pistole ist hier. Sehr interessant. Ich dachte, die hätten hier noch ein Fach. Okay. Ist halt die Frage, was jetzt hier wirklich sinnvoller ist. Für sie. Wahrscheinlich ist das für sie relativ egal. Aber solange da nur ein Mündungsfeuerdämpfer dran ist, wird das wahrscheinlich funktionieren. So, die sind gleich, die beiden Taschen. Okay, ich packe das mal wieder zurück. Soll das erstmal so behalten. Bei den Taschen können wir mal gucken. Wir haben hier Magazin- und Granattaschen. Auch nicht wirklich was für die hier. Genau, das sind Magazine und eine Granate und eine Flasche. Kann man damit nehmen. Mit der hier drei Granaten und eine Flasche. Mit den beiden zwei Granaten, ein Magazin und eine Flasche. Und mit diesem auch drei Granaten und eine Flasche. Das hatten wir doch schon, oder? Oh, ein bisschen andere Kombination. Nee, Quatsch, das ist drei Granaten und ein Magazin. Das andere war drei Granaten und eine Flasche. Ja, beides. Beides, okay. Aber für sie jetzt nicht so wirklich relevant, weiß ich nicht. Ja, lieber, wenn denn so. Wenn denn so. So, Protektoren hat die, glaube ich, schon. Das ist ja eigentlich eher für die anderen im Team gedacht. Dass die einfach noch mehr Platz haben in ihrem Inventar. Genau, also. So, gehen wir mal die anderen durch. Grumpy und Biff. Vielleicht macht es bei denen irgendwie Sinn, wenn die diese Taschen hätten, aber es sieht auch nicht danach aus, dass die das brauchen würden. Ansonsten hatte ich Feldflaschen anscheinend auch bestellt. Oder einfach nur abgelegt. So, ich muss mal gucken. Kommt jetzt hier noch eine Lieferung von Bobby Rays? Ich glaube, es müssten sogar noch mehr kommen. Bestellen. Lieferung. Ja, es kommen noch mehr. Kommen noch mehr Tims Rucksäcke. Und Magazine und noch mehr Kram. Ja, das heißt, die bleiben jetzt erstmal hier. Ich werde jetzt die noch nicht losschicken, sondern die können jetzt hier weiter in dem Betrieb Kraft üben. Schade, es geht immer nur für einen, das auszuwählen. In neueren Versionen von 1.13 geht vielleicht doch, das für alle parallel auszuwählen. Es ist ja eine recht alte, die ich hier nutze. Okay, gut, dann bleibt es jetzt dabei. Weiter geht's mit der Erkundung. Ich hab die Reise hinter mir, Dude. Alles klar, Mann. Eine Ebene. Und ihr könnt wieder was sehen. Also besser auf jeden Fall. Das ist auch lichter Wald, würde ich mal sagen. Steht aber auch Ebene da. Naja, Kategorisierung. Entweder das eine oder das andere.
So, es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich mit den dreien in dieses Bloodcat-Nest renne. Da sollten wir auf jeden Fall jetzt, wenn ich hier nach Osten gehe, ein bisschen drauf achten, ein bisschen zwischenspeichern. Ich weiß nicht, wie gut die dafür ausgerüstet sind. Das sind eigentlich jetzt keine schlechten Söldner, die könnten das durchaus zu dritt meistern, denke ich mal. Weiß ich nicht. Hätte nicht dagegen, wenn ich mich zum Schlafen zurückziehen könnte. Machen wir, Trevor. Machen wir dann in dem nächsten Sektor. Ich kann kaum noch die Augen offen halten. Okay. Ihm geht's genauso. Ansonsten haben wir wieder Mails. Vielleicht sind die Lieferungen einfach, ja, es sind noch mehr Lieferungen angekommen. Ja, so viel Infos brauche ich da gar nicht drüber. Es reicht ja eine E-Mail, dass die Lieferung da ist. Ansonsten ist jetzt auch 10 Uhr. Ich könnte bei den Händlern vorbeigucken. So, sehe ich das jetzt schon, ohne das zu geöffnet zu haben? Sehe ich nicht. Heißt, ich muss schon einmal mit Flo oder irgendwem kurz in die Kiste gucken. Excellent. Okay, dann machst du weiter. Oder sind das jetzt mehrere Lieferungen parallel gewesen? Kann ja auch mal sein, dass es dann trotzdem nur eine E-Mail gibt. Lieferung. Nee, kommt noch was. Kommt noch was. Eine Pistole. Und Munition für diese coolen Scharfschützengewehre. Ja. Dafür habe ich auch Munition bestellt. Okay. Ob das jetzt so sinnvoll war? Okay. Gut, weiter geht's. Jetzt hier. Was tun? Sind die noch fit? Einigermaßen? Einen Sektor können sie noch nehmen, aber vielleicht sollte ich sie auch mal schlafen schicken. Hier ist der Fluss jetzt schön zu sehen. Auch ein Straßensektor. Aber können da mal ein Nickerchen halten. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. So, die würde ich gerne... Oh, ja, mach das. Und viel Erfolg beim Kochen. So, hier noch so ein Sektor Wüste. Auch nur Steine und Büsche. Die würde ich jetzt aber ungern hier direkt neben dem feindlichen Sektor lassen. Da gehe ich lieber noch einen Sektor weiter. Buenas noches. Ich muss gern in Bett. Okay. Geht mir auch so. Haben die miteinander geredet hier über sonst was für Entfernung, ja? Okay. Ich bin soweit. Ja, ihr trainiert weiter und ich krieg wahrscheinlich die nächste Lieferung. Bobby Race, ja. Das bedeutet aber, eine ist immer noch offen. Ich check das nochmal. Ja, eine ist noch offen. Die kommt vermutlich erst morgen, wenn ich das richtig interpretiere. Flu. Excellent. Gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch mehr Tims Rucksäcke hier. Ne, das waren Nachtsichtgeräte. Zielfernrohre. So viele.
Ach ne, siebenfach Zielfernrohr. Zielfernrohr. Noch mehr Taschen. Utensiliengranattasche. Was ist das? Oh, die ist cool. Weil da passt halt auch eine Waffe mit Schalldämpfer rein. Die ist echt cool, die Tasche. Und die Tagwesten, nee, hier, die Saw-Westen. Und ein MP-Holster, der ist dann schon klar. Was ist das für eine Weste? Okay, die ist auch interessant. Die ist was für... Ja, die ist was für unsere MG-Leute. Denn die können hier ihre MG-Magazine mit reinpacken. Das ist auch ziemlich cool. Das ist auch ziemlich cool. Das braucht Eis. Diese Weste. Die braucht Eis. Ja, lernt man immer noch was Neues kennen. So, du brauchst die nicht. Eis braucht die. Okay, gut. Also eine Lieferung kommt noch. Die anderen sollen jetzt gleich schlafen. Hey, Kumpel. Wir gucken uns den Sektor gleich nochmal an. Ab ins Bett. Ebene Straße. Jetzt muss ja aufstehen. Weil ich den Sektor angucke. Ja, ist klar, dass da das Bloodcat-Nest nicht ist an der Straße. So, Trevor, schlaf. Schlaf dich aus. Ich nötige einen Schlaf. Ich hier. Ich nix wissen, was tun. Und den Sektor schauen wir uns auch an. Der Wüste. Bisschen gelber, diese Wüste. Wenig Steine. Keine Steine. Aber gut. Okay, dann haben wir schon einiges aufgeklärt. Und jetzt sind alle einmal im Bett und ich schau mal nach den verschiedenen Sektoren und Händlern. So, bei Alex. Oh, hallo, schön Sie wiederzusehen. Hi. Sie wird jetzt nichts haben, nehme ich an, was sie verkauft. Oh, doch. Doch Dinge, die sie verkaufen können. Bei die noch nicht fertig repariert ist, die Vesta. Sind hier schon Dinge fertig repariert? Die Helme. Kauf die gleich mal. So. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ein Katana und ein Krummsäbel. Sehr schön. Beinprotektoren. Ich weiß nicht, ob inzwischen alle welche haben.
Meistens werde ich mein Zeug ziemlich schnell wieder los. Ich bekomm's rein und nach ein oder zwei Tagen ist alles wieder weg. Sie könnte eine Flasche brauchen, hat im Moment keine. Ich könnte natürlich eine voll machen mit den Resten hier. Kein Problem, Mann. Mal. Ja, okay. Alles klar. Sie bekommen sogar noch was raus. Mit Ihnen. Die verbraucht man ja auch. So, und Mickey ist da. Sehr schön. Dann können wir gleich noch die anderen Sachen verkaufen. Jetzt schaue ich erstmal. Dicke ich erstmal ab. Ist noch heile. Die Kevlar-Westen sehen ziemlich heile aus, aber nicht alle. 95, 100, 100, 100, 100. Die sind alle heile, aber mal schauen. So viel wird der nicht mehr haben. An Geld. Sie wissen ja, ich habe kein Problem. Ja, okay. Tut mir echt leid, Mann. Geld ist knapp. Ist schon alle. Ist jetzt auch nicht, wie teuer eine Kevlar-Weste ist. Ich hoffe mal weniger als 600. Aber ich denke schon. Mal 2. Kein Problem, Mann. Ja, okay, tut mir echt. Ja, auch 250 knapp hat er auch nicht mehr. Haben wir noch irgendwas, was noch weniger teuer sein könnte? Vielleicht die Gasmaske, die ist ja repariert. Habe ich jetzt nicht versucht, hätte ich mal machen sollen. Dann schaue ich mal. Die Hose sieht auch fertig aus. Vielleicht die Hose noch. Sie wissen ja, kein Problem, Mann. Ich, ja, tut mir echt. Ist zu teuer. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Sie wissen ja. Ja, schade, dass er wirklich, wirklich kleines Budget nur hat. Vielleicht noch ein Helm. Der ist aber leider noch gar nicht ganz repariert. Kevlar-Helm. Vielleicht den Helm. Das ist alles teurer, nehme ich an. Diese Twaron-Weste. Ah, vielleicht den Helm. Mal gucken. Kein Problem, Mann. Ja, okay. Das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. Sie wissen. Okay, gut, dann leider nicht Mickey. Dann nicht Mickey. Stattdessen nehmen wir uns mal noch Sachen, die ich jetzt reparieren möchte. Mache ich jetzt hier fertig, die ist so gut wie fertig. Weil eigentlich ist es auch Quatsch, ne? Eigentlich ist es ja auch Quatsch, denn ich will ja jetzt erstmal zur Mickey gehen. Ja. Dass ich sie schon wieder voll lade.
Hat mir schon mal geredet. Hi, mein Lieblingssoldat. Sieht so aus, sonst hätte er jetzt mehr gesagt. Als I, mein Lieblingssoldat. So, für Pelz brauche ich nämlich die große Tasche, die Klauen und Zähne sollten auch in kleinere passen. So. I, mein Lieblings-Bloodcat. Ja, was haben wir denn da? Ja, sie sind ja voller Jäger. Ich mache ihnen einen guten Preis. Notgedrungen, die sind mir über den Weg gelaufen. Ja, yeah, perfekt. Perfekt. Yeah, ich bin auch total dankbar, dass ich das jetzt losgeworden bin. Nicht, dass ich das Geld bräuchte. Wir rennen wieder nach oben. Und dann darf Alex weiter reparieren. Kippt sie auch fast aus den Latschen, weil sie keine Kraft mehr hat. So. Aber ein bisschen was ist verkauft worden. So. Reparieren der Gegenstände. Wie viel? Ja, ist noch gut. So, nächster Ort. Estony. Yep. Auch hier sind ja unsere Verkaufsexperten im Einsatz. Zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Absolut. Was hast du im Angebot? Dreh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Jede Menge Pistolen. Das wird halt auch immer mehr, je mehr man bei ihm kauft. Was sie im Inventar haben. Lass dir Zeit. Ja. Auch Wodka, das hätte ich nämlich gern. Leider nein. Das Werkzeug nehme ich. Und die Traumaplatte nehme ich. Ah. Hey, du hast Du sie erstmal bei dir rein. Okay, Techniker bist du jetzt nicht gerade, dein Kumpel auch nicht. Naja. Das wäre vielleicht, was sie üben könnten, was noch sonst sinnvoll wäre zu üben. Kann man hier in dem Betrieb was üben? Reparieren kann man da. Das kann natürlich nur derjenige, der auch das Reparaturkit hat. Aber Haywire ist der bessere Techniker. Reparier mal was. Üb mal ein bisschen. So. Training üben. Sicherheit. Okay. Also, dann Pablo. Pablo hat den wichtigsten Job. Ja. Er Sag handelt. Mir, woran du Interesse hast. Wieder eine neue Waffe. Ein komisch kurzes Scharfschützengewehr mit einer schönen Reichweite. 14 ist nicht viel für ein Scharfschützengewehr. Vielleicht nächstes Mal.
Moment. Nochmal. Zeig mir, woran du Interesse hast. 92, 43, 129 und nur 14 AP. 6,9 Kilo ist auch recht leicht, würde ich fast sagen. Vielleicht ne. Was haben wir denn jetzt hier beim Chris an Ausstattung? Hat 150, aber 23 AP. Also es ist schon wirklich ein gutes Scharfschützengewehr, was er da hat wieder. Nicht ganz so langreichweitig, aber leicht und wenig AP. Weckt schon wieder Interesse, dieser... Zeig mir, woran du Interesse hast. Dieser Verkäufer hier. Steyr Ork ist auch gut, hat auch echt wenig AP. Aber halt auch wenig Reichweite. Vielleicht doch nicht so gut. Das ist auch ein Granatwerfer zum Unterbauen für das G3 und das für eine Heckler und Koch. Und das ist ein eigenständiger Granatwerfer, oder? Genau. Und lustiger Revolver. Okay. Patentierte MR96 Design stellt eine Revolution der Revolverentwicklung dar. Der Griff aus langlebigem Kunststoff gefertigt erlaubt ein kontinuierliches und ermüdungsfreies Schießen. Okay. Was steht denn hier zu diesem Scharfschützengewehr? Mit Aluminiumhandschutz und futuristischem Design ist das eine der coolsten Waffen, die es gibt. Auf dem Gehäuse steht Made in Germany. Aha. Steht es nur auf dem Gehäuse? AMP DSR-1. Hat die gleiche Scharfschützenmunition wie die, die recht selten zu sein scheint. Aber wir kaufen das Ding und ersetzen dann Stück für Stück unsere anderen Scharfschützengewehre. Wenn wir nach hinten blättern, was kann denn das Ding noch aufnehmen? Das hat schon ein Zielfernrohr und ein... SB Police 2 Marksman. Das dürfte wahrscheinlich... Ach, das ist das Zweibein. Okay. Hat es alles schon dran, was es hier gibt? Na, da passt der Granatwerfer aber nicht dran an dieses Heckler & Koch G36C. So wie es ausschaut. So, okay. Was haben wir noch im Angebot? Match-Munition. Die nehme ich nicht. Das ist Match-Munition für diese Waffe. Die ist ja zum Verkaufen da. Lass mal sehen, was wir hier haben. Denke ich. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Die sind alle zum Verkaufen da. Da sind nämlich keine Anbauten dran. Denke ich.
ich die alle zum Verkaufen gedacht habe. Leider reicht das nicht, um die Sachen zu kaufen, die du ausgesucht hast. Das ist kein Problem, ich zahle was drauf. Schade, dass er kein leichtes Kampfmesser im Angebot hat. Du ziehst ein Tauschgeschäft in Erwägung, habe ich recht? Ach, hast du. Okay. Okay. Ja, dann bleibt's erstmal dabei. 10.000 zahle ich extra. So, die sind repariert, die Waffen. Ich denke, die sind auch alle für den Verkauf. Ich schaue nochmal. Ja, hier sind meine Waffen, die ich behalten möchte. Dann ist das richtig. Zeig mir, woran du Interesse hast. Zack. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat gekauft. Einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Aha. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ja, ich schau mal, ob ich noch mehr repariert habe. Sehr gut. Pablo auswählen. Die anderen sind alle noch beschädigt. Also, das ist für den Export. Genau, das muss repariert werden. Das muss auch repariert werden. Das muss auch repariert werden. Genau. Ah, bei ihm wird es knapp mit dem Werkzeug. Das heißt, die nächste Waffenlieferung zu ihm muss auf jeden Fall auch mal Werkzeug mit sich bringen. Ich könnte das natürlich auch mal rüberfliegen. Werkzeug haben die denn hier bei sich? Wahrscheinlich nichts, weil ich erstmal genug hatte. Wo ist es? Ist okay. Gut, muss ich auf jeden Fall darauf achten. Jetzt wird es immer dunkler. Jetzt mache ich mal das Licht an. Geisty kommt wieder hierher. Das ist übrigens der Teamgeist von meiner Arbeit. Ja. Gut. Hätte ich. Boah, dann hatte ich alle drei Händler bedient. Okay, dann schlafen. Ich könnte auch mal schlafen. Schlafen erstmal alle. Außer der Laster, der schläft nie. Chris, Carlos, Konrad, die sind alle. Hab mich hier um alles gekümmert. Du hast alles repariert? Er will noch weiter reparieren, anscheinend. Die sind auch alle beschäftigt. Hab mich hier um alles gekümmert. Auftrag beendet! Kümmert sich immer um alles. So, nach Alma Mine rufen. Alma Mine wird angegriffen. Da sind, glaube ich, nur zwei Söldner, deswegen hole ich auf jeden Fall Verstärkung dahin. Hier sind Feinde. Chris und Miguel. Der Kampf steht kurz bevor.
Die Armen. Das ist natürlich leider viel Kanonenfutter. Ne? Die sind noch nicht so gut trainiert, das sind alles noch grüne Milizen. Bis auf ein, zwei blaue. Und die Gegner sind jetzt Elite-Gegner. Ah, das ist gut, dass da ein Loch im Zaun ist, dann können die zumindest mal rauskommen und mithelfen. Hier. So, und auf dem Dach können sie jetzt aktuell nicht wirklich helfen, deswegen würde ich sie hier runterschicken aufs nächste Dach. Auf geht's. Renn los. Na, jetzt kannst du doch... Zu spät. Okay. Zu wenig AP. Aber so ist das eben. Also, das sind, glaube ich, alles Elite. Und wir haben... elf Gegner. Und hier gleich nebenan gibt's auch noch welche. Gut, nächste Runde. Können wir leider nicht viel machen, diese Runde. Wir machen halt kurz einen Prozess jetzt mit den Milizen. Leider. Dann ein bisschen gedeckt, aber nicht genug. Noch irgendwo jemand gestorben. Noch jemand gestorben. Telefonier noch eine Runde. Ganz wichtig. Oh, habe ich Miguels Rucksack nicht gleich abgelegt? Na komm. Macht irgendwas. Yes, ein Treffer. Schon mal ein Anfang. Sehr gut. Das sollte einiges an AP abgezogen haben. So, Miguel, leg deinen Rucksack ab. Brauchst du jetzt nicht. Hier. So, und über der Tür solltest du doch runterkommen. Sie. Okay. Was ist schon wieder mit den beiden? Hier sind ein paar Entdeckungen.
Der ist, hoffe ich mal, denke ich mal, ganz gut angeschlagen. Dadurch, dass er die Granate auch noch abbekommen hat, bleibt er vielleicht liegen erstmal. Die treffen auch zu gut. Boah. Sehr gut. Schöne Granate. Auch sehr schön. Super. Schöner Kopftreffer. Noch ein Treffer. Tränengas auf die beiden. Sieh. Hoffe mal, dass es Tränengas ist. Hier. Hier geht's wieder nach oben. Sieh. Miguel. So. Und dann ist die Runde schon wieder vorüber. Übel, ey. Weil die leider auch überhaupt keine Deckung zu haben. Aber jetzt kommen schon mal, zumindest schon mal ein paar Treffer rüber, ja. Sie. Hier. Sie. Die haben die beiden Scharfschützengewehre, interessant. Schaue ich mal hier nach Süden. Schon sieht er diese starke Frau. Nutze einfach mal die Gelegenheit und setze einen Schuss ab. Sehr gut. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereiten. Minus 350, wow. Das war nix. Verdammter Mist. Der hat leider auch gesessen. Verdammter Mist. Die scheinen mit Gasmasken ausgerüstet zu sein. Zu viel Blei in der Luft. Lieds an der Schulter getroffen. Das war auch nix. Yo. Der ist hinüber. Das war auch nix. Gefährlich, was die da machen. Verdammt.
Verdammter Mist! So, es ist nur Nebel, die da verschossen haben. Bei dem eine mitgeben? Hier ist ein Toter. Der ist wahrscheinlich aus, oder sie ist außer Gefecht. Sie. Und was siehst du, Miguel? Du siehst sie. Ja, das ist die Gelegenheit. Stirbt. Das ist nicht gut, weil die schießen dann immer noch auf sie. Obwohl sie schon erledigt ist. Ich denke, ich kann sie da gefahrlos stehen lassen, weil hier einfach so viele andere noch sind, auf die sie vorher schießen werden. Das sollte nicht das Problem sein. Sie. Ja, die kann ich nicht nutzen, die Unterbrechung leider. Die ist schon getroffen? Ja, die ist schon getroffen. Noch jemand tot. Jetzt auch ganz tot. Auch die Gegner betreiben Munitionsverschwendung. Das ist zumindest erfreulich, dass es nicht nur die eigene Miliz macht. Nicht gut getroffen. Sehr gut, der zweite erledigt. Das ist die, die eh schon starb. Deswegen halt ein bisschen witzlos. Hockt euch bitte noch dichter zusammen. Nicht. Sehr schön. Sie. Sehr schön. Jetzt haben wir schon einige, die sind ordentlich angezeckt. Der hier. Der hier in der Ecke. Na, ist noch gesund, aber wird nicht mehr viele AP haben. Die sind gut getroffen hier beide. Den habe ich ja auch zum Teil angeschlagen. Jetzt versuche ich mal, sie hier zu kriegen mit Miguel. Bevor die noch Schaden anrichtet. Leider nicht so ideal. Ich nehme mal das Scharfschützengewehr stattdessen. Auf jeden Fall besser. Getroffen. Hier. Chris sieht sie auch. Yes. So, die sollte auch nicht mehr viel machen. Damit ist der hier relativ geschützt. Zumindest vor ihr, aber da sind, glaube ich, noch mehr, die hier im Dickicht herumtollen. Auf jeden Fall noch 8 Gegner. Er sagt, stirb und er macht es. Der war eh schon erledigt. Die stehen da schön an der Perlenkette aufgereiht, aber zum Glück wurde niemand getroffen. Oh, den hat's weggebrutzelt. Okay, also die... Die gegnerische Angriffskraft lässt merklich nach. Sie. Miguel, erstmal kriegst du die Chance. Ja, wahrscheinlich nicht mehr in dieser Runde. Ich würde mal sagen, du gehst jetzt
stattdessen noch ein Stück weit vor. Dann Entdeckung. Chris. Hier. Versuch dir mal zu erledigen. Hat nicht geklappt, leider. Die ist zumindest schon kritisch. Vielleicht kann der das jetzt hier erledigen. Die ist hier auch noch. Die ist noch ganz okay. Der ist auch kritisch. Der daneben ist gerade verbrannt. Dem geht es dafür noch gut. Dem auch noch. Ja, der trifft zum Glück nichts mehr. Der aber. Okay, das war gut. Jetzt lass sie in Ruhe, lass sie in Ruhe sterben. Kann's nicht lassen. Guten Appetit, Tyrerwal. Hoffentlich werfen die da keine Granate hin. Hier. So, Chris, jetzt siehst du den hier sehr gut. Oder die. Und dann ist sie auch schon erledigt. Super. Super, okay. Jetzt weiß ich nicht, ob in der Richtung noch jemand ist. Aber kann schon noch gut sein. Aber dafür haben wir jetzt ja Miguel hier, der da mal gucken kann. Ja, noch sieht er nicht gut. Nichts zu sehen. Muss nicht heißen, dass da niemand ist. Also einfach mal warten. Yeah. Und Chris, guck doch mal. Ne, der hat ja schon gezogen in der Runde. Also diese Runde nicht mehr. Ja, Alex hat Horizon gekauft, vielleicht um das nochmal zu sagen. Vielleicht sagt euch das, was ist diese Jägerin in dieser apokalyptischen Maschinenwelt. Das spielt ja tatsächlich... spielte, glaube ich, noch niemand in unserer Runde. Könnte ich auch noch streamen. Weiß ich nicht, ob da Interesse gibt. Ansonsten wäre das vielleicht auch ein Spiel für Nicht-Stream-Zeit. Ich kann ja dann immer bei Skyrim nicht weiterspielen, wenn ich krank bin und nicht reden möchte, weil meine Stimme zu angegriffen ist, weil dann verpasst ihr was. Aber... ja, Hogwarts Legacy hatte ich ja durchgespielt. Okay, sieht erstmal alles ganz gut aus jetzt. Es sind nicht mehr so viele übrig. Es sind nur noch 5 am Leben. Horizon Zero Dawn. Die sind angeschlagen. Hier müsste noch irgendwo einer stehen. Der vielleicht noch nicht angeschlagen ist, hier irgendwo in dem Bereich. Aber ich sehe nur 4. Ich weiß nur von 4. So. Ein 5. müsste auch noch irgendwo sein. Okay. Runde vorbei. Der hat kein Trefferglück. Der ist noch unangeschlagen. Noch ungetroffen. Oder sie. Ja, das ist so ein Shooter. Naja, nicht wirklich. Eigentlich eine Story-driven Shooter, würde ich sagen. Postapokalyptisch. Bisschen Richtung The Last of Us. Genau, die ist hier noch. Völlig
Helllicht. Ich denke, ich sollte dann auch mit Chris wieder runter. Verdammter Mist! Oh, das ist gut, dass ich den jetzt sehe. Kann ich nämlich auf den umschwenken. Aber... nicht mehr in dieser Runde, leider. Dann weiß ich aber, wo alle sind. Weil dann ist die hier ein 1, 2, 3 hier im Gebüsch. Der ist der vierte und hier unten war noch jemand, glaube ich, der gerade den Sektor verlassen. Der hat den Sektor verlassen. Sie. Ja. So, dann schaust du mal hier um die Ecke für den Moment, dass der da rumkommt. Ja, Miguel. Müsst ihr doch mal eine Miliz sterben? Der kann dreimal mit Dauerfeuer schießen. Wow. Ja, das habe ich befürchtet, dass da irgendwann die Granate kommt. Die ist lustig, die Blonde. Sie bleiben auf einem Haufen. Die hier. Will sie ihn durch die Wand angreifen? Gleich? Er kann sie ja machen. Sie kann ja irgendwie, wenn sie eine panzerbrechende oder eine Munition hat, kann sie auch durch die Wand schießen. Das funktioniert ja hier in dem Spiel. Nur, sie sieht ihn ja nicht. Hier. Der sollte jetzt eigentlich auch die reichen. Kein Treffer. Treffer. Also wir gehen mal ein vor und in Deckung nach unten. So, der ist auf jeden Fall jetzt gut angezeckt. Der wird jetzt nicht mehr so viel machen in der Runde. Die hier ist aber noch extrem gefährlich und insbesondere, weil die hier alle auf einem Haufen stehen. Wenn die jetzt da eine gefährliche Granate, Senfgas zum Beispiel, mal reinwirft, dann ist das richtig übel. Ich könnte ja mal speichern an der Stelle. Einfach nur, um das dem vorzubeugen, dass ihr da gleich Senfgas reinwirft. Und ich richtig viele Milizen verliere. Ne, sie hat was anderes vor. Jetzt ist sie auch angezeigt. Jetzt geht sie an den Kragen. Miguel, machst du den hier fertig? Ja. Exzellente. Chris? Hier. Verstanden. Auf geht's. Sie. Yes.
So, ich glaube, es ist ein weiterer gegangen, oder? Nee, ist noch da. Wo sind jetzt die beiden? Ich glaube, einer müsste hier noch so irgendwo sein und der andere ist dann hier. Daher wäre es schon ganz gut, wenn ich hier auf das Dach komme. Könnte einen Blick wert sein. Alles zu seiner Zeit. Sie. Der trifft leider noch übel, so wie sich das anhört. Okay, Tränengas ist es und sie ist reingelaufen und tränt jetzt da erstmal eine Runde vor sich hin. Sehr gut. Und sie. Miguel. Zum Klettern reicht es nicht mehr. So, hier irgendwo müssten sie sein. Ja. Erledigt er leider den nächsten. Ganz geringen Respekt vor dem Tränengas. Hier. So, dann komm mal hoch. Schau doch mal in diese Richtung. Sieht leider nichts. Dann renn vor. Schau nochmal. Mehr genug AP. Dann Entdeckung. Sie. Okay. Da oben steht noch eine Miliz doof rum. Und wartet. Vielleicht kommt ja hier jemand aus der Tür raus. Oder dort, ne? Muss man ja sichern. So. Ah, der andere ist auch gegangen. Jetzt ist nur noch der eine übrig hier, der immer noch fleißig Leute tötet. Nein, der Teamgeist! Ich dachte, der wäre schon tot. Er hat sich gut versteckt, so wie es ausschaut. Hier in den Büschen irgendwie. Und niemand sieht ihn. Können wir mal... Comprendido. Nicht mit Miguel von oben nochmal rumkommen. Hier. Also sieht er wirklich gar nichts. So sieht er leider auch nichts. Da ist er. Treffer, aber keinen Schaden gemacht. Nimmt trotzdem AP weg. Ja. So, jetzt weiß ich zumindest, wo er steht.
Leider nicht. Von hier aus kann ich nicht gut zielen. Okay, das war... Der hat sich gelöst, der Schuss. Sí. Kann man so sagen. Comprendido. Das war keine Absicht. Yes. Yes. Es verliert er Aktionspunkte. Hat in dieser Runde gar nicht angreifen können. Nicht die eigenen Leute. Sie. Erschießen. Okay. So, aus dem Winkel ist doch bestimmt gleich viel besser. Hier. So, wird der noch, ist der noch sichtbar? Er ist sichtbar. Versuchen wir einfach mal. Jo. Okay. Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. Die letzten fürs Erste. Sie. Sie. Hier. Gehen zurück an die Ausgangsposition aufs Dach und gucken, Sie. Was wir gewinnen konnten. Sie. Alles klar. Ja, wieder so in die Mitte. Wurden Milizen befördert. Glückwunsch. Ihr Milizen. Müssen wir das Licht in die richtige Richtung drehen. Ich hab's vergessen. Okay. So, hier greifen vielleicht gleich noch welche bei Carlos an. Ganz schön dezimiert die Anzahl der Milizen. Leider. Schick vielleicht mal welche von hier da runter. Greifen sie am ehesten unten an, denke ich. Ja, okay. Und dann schauen wir mal, was denn Neues dazugekommen ist. VVS. Vintures. Das schallgedämpfte Präzisionsgewehr wurde extra für russische Spezialeinheiten Spetsnaz KGB FSB entwickelt und ist seit den 80er Jahren im Dienst. Okay, eine AWM. Entwickelt für extremste Kampfentfernung im arktischen Klima. Das AWM erste Wahl für die Bekämpfung von weit entfernten Zielen. 137 Meter, das ist natürlich ordentlich Reichweite. Und eine TAR. Schon entladen. Ja, die hat 150 Meter, da ist natürlich auch die AWM Hallo Nata, was meinst du denn? Was denn auf der Schulter? Hä? Wovon redest du? Ist natürlich ein besseres Scharfschützengewehr, diese Erma.
Was die Reichweite betrifft. Aber nur was die Reichweite betrifft eigentlich. Ansonsten ist die AWM mit 16 AP schon richtig stark. Auch ein richtig starkes Scharfschützengewehr. Das sollte ich auf jeden Fall auch nicht vergeben. Dieses moderne Lasermodul wurde für die Monate auf Rissschienen, Montage natürlich, auf Rissschienen entwickelt. Es ist jedoch größer und schwerer als Pistolenlams und hat dafür eine größere Reichweite. Ja, die AWM hat mehr Anbauflächen. Dafür ist das Ding auch da. Ja. Nicht uninteressant. Okay, also ich glaube, das Scharfschützengewehr von ihm ist noch nicht so gut ausgestattet. Aber eigentlich doch. Halt nicht diese. Das ist besser. Das Lasermodul. Als dieses. Denke ich. Huch. Mal 1,6, also irgendwie ganz viel Minus. Keine Ahnung. Tarnungsmodifikatoren. Naja, gut, klar, weil das Ding leuchtet halt. Das leuchtet halt. Halt 3, wow. Wäre vielleicht auch eher was für ihn. Die AWM. Statt... seinem jetzigen Scharfschützengewehr. Könnte ich ja mal ausprobieren. Hat weniger AP. Ja. Ach, an dieser lässt sich dieser Colt-Granatwerfer montieren? Das ist ja interessant. Doch ein russisches. Nee, israelisch. Dieses neue israelische Hightech-Sturmgewehr wird ihnen die Schuhe ausziehen. Es kann bis zu 900 Schuss die Minute abfeuern. Alter. ein Geist! Ah, direkt neben mir! Onata! Da sitzt ja was auf meiner Schulter. Ja. genau, das ist der Teamgeist aus... von meiner Arbeit. Ah, okay. Das ist der gleiche Granatwerfer wie der an Chris Colt. Okay. Gut, der Rest bleibt jetzt erstmal hier so, wie es ist. Da muss ich gucken.
dass alle die Scharfschützengewehre haben. Dann Stück für Stück bessere Scharfschützengewehre kriegen. Nicht sowas wie die Scout. Die brauchen wir nicht mehr. Will die aber ungern jetzt hier liegen lassen. Naja gut, es liegt ja jetzt eh auf dem Dach. Okay. Gut. Der Rest ist so mittelwichtig. So, das liegt jetzt auch auf dem Dach. Genau. Ja, ist auch so. So, und dann sollen sie weitermachen mit dem Training der Miliz. Denn jetzt haben wir ja da welche verloren. Okay, weiter geht's. Hab mich hier um alles gekümmert. Du kümmerst dich immer um alles. So, I-13 Alma, Verstärkung rufen. Ja, da ist jetzt nur Konrad als einziger. Das sind jetzt, ist jetzt der Trupp, der dort angreift. Denke mal, das wird auch Elite sein. Nein, wir sind in der Gegend. 32 Milizen, 9 Feinde, 1 Söldner. Wie es aussieht, schießen die sogar auf Konrad. Oh, das sind aber keine Elite. Der eben war zumindest ein Roter, noch ein Roter. So, jetzt wuseln die alle schön umher. Und sie wuseln noch ein bisschen. Ne, zum Glück sind es keine Elite, sonst hätte der Konrad jetzt schon ein paar Treffer jetzt, fürchte ich. Ja, kommt aufs Dach. Das ist richtig. Kommt aufs Dach. Man schließt nicht immer gleich die Tür. Okay. So. Irgendwo müsste ein Loch im Zaun sein. Ich denke, da habe ich ein Loch reingemacht. Irgendwo dort im Süden. Keine Ahnung, wo genau. Wir speichern. Ich lasse mal Konrad lieber irgendwie da lang rennen. Wenn man in die Richtung guckt, ob da jemand kommt. Aber erstmal Entdeckung. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wo das Loch im Zaun ist. Nicht, dass der Konrad oben bald Besuch bekommt. Dann laufen die wieder zurück, als sei nix.
Geht aufs Dach. Ja, mehr aufs Dach. Kommt. Da wird sehr viel passieren, hier unten in der Ecke. So ein Quatsch, dass sie da sich positionieren. Oder auch, dass sie wieder reingehen. So, jetzt haben wir auf dem Dach 3. So, wo ist das Loch? Ich schätze mal hier irgendwo. Bleib unten. So, obwohl wir eigentlich nur aufklären wollten, gibt's auch was zu kämpfen. Denn Daedrenner hat ja Verstärkung geschickt hier in den Sektor. Mehr aufs Dach, 3 reichen nicht. Genau, kommt mal da raus aus seinen blöden Ecken. Da ist einer. Dann scheint da das Loch zu sein. Der sieht den wahrscheinlich, denke ich mal. Das ist schon mal gut. Schon getroffen. Was macht die da? Dass die immer gleich die Tür wieder zumachen müssen, sodass jeder wieder AP verbraucht, weil er die Tür aufmachen muss. Auch in dem Raum gibt es nichts zu holen. Aufs Dach, aufs Dach. KI ist schon noch sehr bescheiden. In mancher Beziehung natürlich auch ein Segen. In die Ecken dort. Da wird so viel passieren. Ja. Geht doch. Verdammt und zugenäht. Verdammt und zugenäht. Nicht verflixt und zugenäht? Also müsste ich nicht noch, mich noch abducken können. Treffer und 3 gesehen. Oh, 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 oh.
Die hat es ja übel erwischt und da kommt der Erste aufs Dach. Der ist dafür aber wahrscheinlich gleich Kanonenfutter. Oder man dreht sich nur einmal. Das kann natürlich, auch eine gute Idee. Und geht wieder rein. Auch eine richtig gute Idee. Nein. Er sitzt auch ganz gut eigentlich. Der kleine Geist. Aber jetzt gehen einige aufs Dach. Das ist schon mal gut. Niemand schießt auf den, der aufs Dach gekommen ist. Muss Konrad das richten? Da stört er mich schon ein bisschen. So. Kannst du ein leichtes, gezieltes Dauerfeuer? Schlecht war das, denke ich nicht. Ah, okay, deshalb. Ich schaue mir das jetzt an und dann lade ich gleich neu. Mich würde interessieren, was jetzt mit Konrad passiert. Er ist zwar handlungsunfähig, aber noch nicht tot. So, sie haben es erledigt. Noch einen Lebenspunkt. Jetzt müsste jemand ihm zur Hilfe kommen eigentlich. Ja, aber... Nee, das lassen wir natürlich so nicht zu. Genau, ich hatte auf den geschossen und dann bin ich in Deckung gegangen. Das war die letzte Amtshandlung. So. Hier passiert wieder das Gleiche. Und jetzt kommt wahrscheinlich der in dieser Runde genau auch wieder aufs Dach. Aber ich sollte in der nächsten Runde... jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass da auch noch Elite-Gegner dabei sind. Warum auch immer der nicht angreift. Ansonsten sieht es im Moment noch sehr gleich aus, was die da machen. Ne, ist nicht alles gleich. Er hat auf den geschossen. Immerhin. Wenigstens mal versucht.
Okay, Konrad. Neuer Versuch. Dieses Mal drehen wir uns zu dem Gegner hin. Und leg mich hin. Und dann gebe ich mal alles drauf, was geht. Erstmal zielen. Naja, dann wird es eben nur ein Schuss. Dafür ein guter Treffer. Und jetzt sollte ich von unten nicht angegriffen werden können. Andere aber. So, kommt hoch, kommt hoch. Kommt alle aufs Dach. Oh, wie krass die da runtergefallen sind am Ende. Ich habe ja richtig die Flugbahn gesehen, wie die nach unten kamen. Und noch einer auf dem Dach. Sehr schön. Das macht nicht so viel Sinn, die mit im Faustkampf anzugreifen, an der Dachkante, wenn euch dann alle Gegner sehen. Echt nicht. Ja, ruf mal alle an und sag, die sollen aufs Dach kommen. So, ich bleib mal bei dem hier. Wird's hier schon recht gefährlich. Wir haben auf dem Dach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und hier hinten 8 Leute. 3 sind schon raufgekommen. Der ist wahrscheinlich gleich tot. Der ist extrem nah an Konrad. Aber Konrad wird ihm jetzt eine richtig dicke Ladung verpassen. Besiegt! Natürlich! Ich sag ja, der ist gleich tot. Ich hoffe, der hat eine Gasmaske auf. Guter Treffer. Schönes Friendly Fire. Oh, er ist da rausgekommen. Das ist schon mal gut. Vielleicht hat er tatsächlich eine Gasmaske auf. Aber bei Senfgas ist es eh so eine Sache. Da hilft die auch nicht unbedingt. Kommt aufs Dach! Yes. Yes, of course. Germans are very well known for liberating countries. Okay, Konrad.
Ah, nicht so schön, aber immerhin getroffen. And welcome, Katen. Good evening. Verdammt und zugenäht! Das war ein schöner Treffer. Mutig durch das Senfgas spazieren. Where are you from? Katan. What would you like to be spelled? Is something correct? Milizgewusel. Auf die Dächer. From Poland. Ah, it's not so easy for me. Okay. Das ist nicht ganz ungefährlich. Okay, ich denke, ich werde den beiden jetzt mal jeweils einen Schuss verpassen. Erstmal dem hier. Bisschen zielen und hoffentlich treffen. Oh, und dann kann ich mich gar nicht mehr um den kümmern. Ich speichere mal. Situation, wo ich wahrscheinlich irgendwie nochmal laden muss. Warum ist das so teuer? Er hat keine Pistole. Okay. Nicht schön. So, dann... Sichtkontakt! Verdammt und zugenäht! Sichtkontakt. Yes. Yeah, it's evening for you too. Then. I wanted to... fix my lamp. Too much light. Okay. So. Okay. Ich hoffe mal, Konrad wird jetzt hier nicht gleich heftig angegriffen. Könnte natürlich passieren. Weil er auch einer der nächsten Gegner überhaupt ist für die beiden. Hi. Stay close to the Senfgas. Whatever Senfgas is in English. Kommt aufs Dach. Na, oder da außen rumgehen, das ist auch okay. Aber nicht im Haus rumhängen.
for you from Poland. The first sentence was very special. Okay. Okay. Wusste ich nicht, Thürer. Also, ja. Ich habe leider keine Vakuumgranate. Ich würde jetzt mal... Es ist zu dicht. Ich würde jetzt eine Granate eigentlich gerne hier hin werfen wollen. Muss ich dafür aufstehen? Hilft das? Irgendwie nicht. Ich könnte noch auch eine Senfgasgranate werfen. Eigentlich am liebsten genau zwischen die beiden, aber... Das will irgendwie nicht klappen. Gut, dann dort. Der war gut. Aber es bleibt sehr gefährlich. Wegen ihm und auch wegen ihm jetzt. Gibt es hier noch ein bisschen Verstärkung? Schauen wir mal. Okay. Das wollen wir nicht. Okay. An der Stelle waren wir schon mal. Wir versuchen es nochmal. Übel! Übel, jetzt sind sie ja noch krasser. Der war gut. Der entspannt die Lage etwas, der Treffer gerade eben. Und der auch. Das nimmt ihnen auf jeden Fall Aktionspunkte. Einfach verrücktes Schießen. But I guess you spell the H in Poland. I don't know. Okay. Crazy. Ich könnte Katan or Katan. That's what I mean, but I don't know. Maybe K is also wrong. Kajetan, Kajetan. So many possibilities. Okay, vielleicht kann ich... Ich kann nicht auf beide schießen. Und ich habe leider keine Pistole. Meine Pistole ist verschwunden. Natürlich jetzt noch mehr zurückgehen. Ich kann auch aufstehen und wegrennen. Vielleicht sollte ich das tun. Ich tue das.
So. Und von hier ist alles schon mal viel sicherer, würde ich sagen. Okay. Und wie sicher das ist, sieht man an ihm. Hey, Buddy. Der hat genug Munition, würde ich sagen, von da hinten. Immer schön. Gib ihm. Okay, so K10 ist okay. So, okay, jetzt bin ich great. So, I hope I'm far enough away from them for now. Okay, dann werde ich den jetzt mal nochmal. Ja, vielleicht versuche ich es jetzt nochmal mit dem Senfgas. Aber tatsächlich ist es jetzt wiederum zu weit. Okay, dann gebe ich Ihnen mal ein vielleicht sogar dem. Was ist höher, Oberst oder Lieutenant? Oder Leutnant? Ich würde sagen Oberst, oder? Höherrangig. Schieße ich mal auf den Oberst. Der steht eh zu Oberst in der Angriffsliste. So, und dann ist der natürlich weiterhin gefährlich, aber ich bin ein bisschen weiter entfernt. Schauen wir mal. Er greift nicht mich an, das ist gut. Eieieiei. Gut. Das war's dann für ihn. They took their knife to the gunfight. Their knives. So langsam sind sie alle draußen und man kann was mit ihnen anfangen. So, und Konrad kann sich jetzt auch auf ihn nochmal einschießen. Dem geht's jetzt schon auf jeden Fall ziemlich schlecht. Und jetzt sollte die Lage entspannter werden. Auf jeden Fall für mich. Ja, schöner Treffer beim eigenen Team auf jeden Fall gerade wieder. Von den Milizen gegeneinander. Oder miteinander.
sind der auf dem Dach quasi erstmal alle erledigt, bis auf den, der ist ja aber auch schon gleich erledigt. Und draußen sind noch drei hier außerhalb des Zaunes. Okay, dann. Keine Kugeln! Brauche bessere Planung! Doch nicht schlimm, dass man mal keine Kugeln hat. Yes, es. Bitte? Yes, it's true, but I want to fight as much as possible because the most of the game is inventory management, or a big part of the game is inventory management, and yeah, that's not so exciting. It's okay. I like that too, but I like the story and the fightings the most. And also you, the moral drops if you leave a sector which is attacked. But yes, you can do it. Okay. Der ist auch erledigt. Ja. Meine Frau hat gefragt wegen Abendessen. Yes. Yeah, it's 1.13. This is some kind of mod which adds a lot of new weapons and some new gaming mechanics and more intelligent AI. Yes. So if you don't know it, I can recommend it. It's, yeah, I really like this mod. And I'm not even have the newest version. And I guess newer versions are also better regarding the AI. Okay, irgendwo hier müsste noch einer sein. Ich könnte jetzt mal versuchen, ihn da oben stehen zu lassen. Der ist hier erledigt. Darum kümmern sich gleich die anderen. Um den, dort könnte ich mich auch kümmern, aber da müsste ich halt sehr nah nach da. Und hier müsste auch noch irgendwo einer sein. Zumindest ist hier schon mal ein Blutfleck. Vielleicht kommt der da gleich aus einer Deckung raus. Oder ich muss noch ein bisschen nach vorne gehen. Okay. Aber weil wir bald Abendessen wollen, oder gleich Abendessen wollen. Ah, da sind zwei. Würde ich sagen, nach dem Sektor ist dann erstmal Schluss für heute. Hier.
kann mal... Objekt. Objekt. Niemand zu sehen, okay. Dann... Verdammt und zugenäht! Gehe ich doch erstmal nach drüben. So dass ich hier bei den beiden mithelfen kann. Vielleicht noch. Okay. So I don't know how it will be if I finally get to Arulco. Arulco. To Meduna. But yes, they really attacked often in the beginning. They really attack often in the beginning, but after some time it's okay-ish. So we have a lot of combats, but yeah, it's also exciting. Oh, okay. All three are here. Katen, I will not be here so long. So I already told the others that I just finished the combat and then I will finish the stream too. Because we will have dinner soon. Nice grenade. Okay. Ja, dann ist es heute eine Sichtkontakt. Das ist doch schön. Dann kann ich doch von hier noch angreifen. Dann ist es heute auf jeden Fall eine ein Tag gewesen, wo ich ein weniger. Sehr schön. Und wieder Entdeckung. Wo ich ein bisschen was aufgeklärt habe. Einige Sektoren nicht mehr grau sind. Wo ich einmal zweimal verteidigt habe. Aha. Hallo Stuff 7. Guten Tag. Und einmal zweimal verteidigt habe. Kann sein, dass ich das gerade eben gesagt habe. Ich weiß nicht. Also viele Sektoren aufgeklärt und einmal zweimal verteidigt. Genau, so. Jetzt ist es der letzte hier in dieser Runde. Ein bisschen näher laufen. Ah, es reicht noch nicht. Verdammt und zugenäht! Ja, immer mit der Ruhe. Den können wir nicht mehr angreifen in dieser Runde. Aber in der nächsten... Falls er dann noch leben sollte. Nein. Nein. Gut gemacht! Feinde sind bereit für Sarg! Funny guy, Konrad. Yeah, no, somehow. I remember darkly, but yeah, I remember more that he is a member of the army of Daedrana first, or he was a member of the army of Daedrana first, and I can hire him, and he's a good one.
But also the rebels do not like him, so they cannot really team up. So it comes with some downsides and some good sides. Okay, but the loot is not that good. Die neue Swiss P-Patrone von Ruag Ammotech besitzt einen Wolfram-Karbidkern und durchdringt Schutzwesten und Panzerglas selbst auf großer Entfernung mit hoher Präzision. Sie ist in ihrer Eigenschaft der Patrone weit überlegen. Aha, also der normalen oder was? Nee. Die ist auch etwas, hat auch ein bisschen andere, aber andere Maße. Aber keine Ahnung, für welche Waffe ich die benutzen kann, diese Munition. Vielleicht ist das ähnlich wie dieses Lapua. Das wäre natürlich großartig. Nee. Das ist 338. Keine Ahnung. Ansonsten ist die Ausbeute hier nicht so gut. Aber ich kriege neue Munition für meine Waffe. Das ist ja auch immer recht wichtig. Okay. Und der Rest bleibt soweit liegen. Aber, wie ich gerade schon sagte, Abendessen ruft. So, we have cleared some sectors here, up here in this region. And buff Alma. Einige Sektoren um Alma aufgeklärt. Und jetzt werde ich erstmal Abendessen gehen. So, now I will go to dinner. And I wish you a good time. Danke dir, Thyrawal. Und freue mich, dass ihr da wart. Danke dir für die 42 Bits. Der Teamgeist freut sich auch sehr, Thyrawal. Dankeschön. Danke, Samson. Und ich schaue noch mal, wo ich hinraiden kann. Also gespeichert habe ich, glaube ich, gerade schon. Nein. Es ist ja mitten am Tag. Da werden doch bestimmt noch einige online sein. Ich gehe schon mal auf den Endscreen. Zap, zap. Also. So, thank you for watching. I will go to dinner now and I'm looking for a raid target. So maybe somebody is playing Jagged Alliance 2. No, just me. Okay, 9 viewers. Wow. Thank you. Yeah, okay. Then. Okay, dann geht's mal wieder zum Burst, würde ich sagen. Burst spielt Dead by Daylight. Also falls ihr nicht so die Grusel-Fans seid oder euch das zu schlimm ist, dann vielleicht. Ja.
vielleicht nicht so für euch. Aber er ist halt im Moment der Einzige, der von den üblichen Verdächtigen aus meinem Bekanntenkreis, außer Armin, aber der macht nur Chatting. Ah, von daher würde ich sagen, gehen wir mal wieder mal zu Burst. Genau, deswegen reden wir zu Burst. Und nochmal vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Thank you for watching and see you soon. Bye bye. Danke natürlich auch für die Bits-Türerwahl und für das Abo. Und jetzt habe ich mich verklickt. Ich habe nämlich auf Abbrechen gedrückt. Okay, neue Chance. Los geht's. Ciao.